Der Japaner Shizuoka Nakuri ist spurlos verschwunden und das auch noch während den Olympischen Spielen 1912. In Schweden hat er am Marathon für Japan teilgenommen und mittendrin war er auf einmal einfach weg. In Schweden galt er seitdem als vermisst und es gab sogar den Mythos, dass er über die Jahre immer noch am Joggen war. Nur er hat das Ziel halt nicht gefunden und jetzt joggt er durchs ganze Land. Was sie nicht wussten ist, dass er während des Laufes wegen Erschöpfung abbrechen musste, wie viele andere auch. Nur er ist ohne jemanden zu informieren wieder zurück nach Japan und niemand in Schweden wusste es. Als das 54 Jahre später rauskam, wurde er zurück nach Schweden eingeladen und er hat mit 76 Jahren den Marathon noch beendet.